Ach ja, Jungs, Mädels, ist das herrlich hier. Schön am Abend einen kleinen Spaziergang am Rhein machen hier. Die Sonne geht da hinten schon irgendwo unter. Hier drüben ist irgendwie der größte Buddelkasten der Welt. Und ja, ich dachte, ich genutze auch direkt mal die Gelegenheit. Ihr müsst mal kurz schauen, da oben fliegt irgendwie so ein Flugzeug oder gerade so ein Modellflugzeug oder nee, ich glaube, es ist eine Drohne oder so. Sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, ich wollte heute an Rhein mal die Gelegenheit nutzen, um zu testen, wie das mit dem Pokémon Go ja, Trick funktioniert. Und zwar kursiert ja das Gerücht, dass kursiert ja das Gerücht, dass wenn man an einen Ort ist, wo halt wirklich keine Pokéstops sind, keine Straßen, keine Arenen und ja, was es sonst noch alles gibt, wenn da wirklich nichts ist und da halt Raucher macht, sollen halt besondere Pokémon kommen. Und ja, das werde ich jetzt gleich mal testen. Ich gehe gleich mal ein Stückchen geradeaus, schön zum Rheinufer, weil da ist eigentlich nichts anderes außer Wasser. Und ja, da sollte das vielleicht funktionieren. Ich bin gespannt. Also eins muss man ja dem Ruhrgebiet hier lassen. Es sieht einfach mega schön hier aus. Da drüben jetzt schön die Sonne am Untergehen. Hier drüben haben wir so eine ja, kleine selbst angelegte Bucht oder so. Da drüben schläft so ein Schiff hier eine Runde. Und hier ein bisschen Sandstrand-Feeling hier. Da vorne ist so ein Steg. Also der eine oder andere, der mir auf Instagram ja folgt, habe ich ja letztens in der Instagram-Story mal ein bisschen von da gestorytimed. War auf jeden Fall ganz lustig. Und wir müssen jetzt noch ein Stückchen weiter geradeaus gehen. Und da vorne sollte man dann unseren Platz gefunden haben. Die perfekten Voraussetzungen sind dann auch jetzt hier gestartet. Schön im Sand gemütlich gemacht hier am Rheinufer. Da drüben schippert auch noch ein Schiffchen und da chillt ein Schiffchen. Ich hoffe, wir werden hier von keiner Welle attackiert. Der Rauch ist auch schon jetzt hier angeworfen und wir sind wirklich jetzt hier irgendwo nirgendwo. Und sorry von meiner Seite, dass ich das wieder so abfilmen muss, weil ich habe es letztens mit einer App probiert. Aber irgendwie hat das dann trotzdem mega geleckt. Ich konnte halt kaum Pokémon fangen. Aber gut, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt was Gutes fangen oder nicht. Bis jetzt habt ihr irgendwie auch noch nichts verpasst. Also das Einzige, was bis jetzt kam, war ein Carporder, ein Knofenser und jetzt kommt einfach ein Taubsi. Und ich denke einfach so, das kann nicht wahr sein. Also viele haben ja gesagt so, ja, das funktioniert, du kriegst da Lapras, Relaxo, was weiß ich alles, wenn du irgendwo bist, wo halt wirklich nichts in der Nähe ist. Und bis jetzt merke ich einfach wirklich gar nichts davon. Locker alles fake. Die Rauchzeit ist auch jetzt gerade umgegangen. Und ja, wie ihr seht, habe ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr seltene Pokémon bekommen. Und zwar einmal ein Carpador, ein Knofenser, ein Taubsi. Ja, zweimal das seltene Radfratz und dann noch ein Sterno, was mir zum Schluss noch abgehauen ist, obwohl er gefangen steht. Sehr, sehr geil. Also wie ihr jetzt gemerkt habt, ist halt dieser Rauchtrick, denke ich mal, alles nur Mythos oder so, hat sich vielleicht meiner ausgedacht und hat das Gerücht irgendwie in die Welt gerufen, man weiß es nicht. Weil bei mir hat es hier nicht funktioniert. Alles, was ich irgendwie angezogen habe, waren hier ein paar Mücken oder so, die die ganze Zeit über mir geflogen sind. Aber besondere Pokémon oder so kamen jetzt nicht. Also da habe ich am Lockmodul eigentlich viel bessere Chancen. Also gebt hier nicht umsonst euren Rauch aus oder geht an irgendwelchen verlassenen Orten. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit diesem Rauchtrick schon ausprobiert habt, ob ihr da mehr Glück hattet als ich. Also ich habe ja eh bei dem Spiel nie Glück. Von daher ist es vielleicht einfach nur Pech gewesen. Man weiß es nicht. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen jetzt hier die Beine vertreten gehen, weil sieht ja doch schon ganz schön hier aus, oder? Also kann man machen mal einen kleinen Rundumflug hier nochmal. Also kann man lassen hier schön gemütlich am Abend. Boah, gebt euch das mal, sehr, sehr geil. Also dunkelt auch sehr schön gerade ab die Kamera. Ja, ich schwebe hier noch ein bisschen hier in meinen Gedanken und wünsche euch auf jeden Fall noch einen coolen Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Coole Woche, coole Ferien, sonst was ihr halt gerade so macht. Vielleicht auch guten Appetit, wenn ihr gerade was am Essen seid. Man weiß es nicht. Ja, wenn euch das Video auch gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und unterstützen. Vielleicht kommt nächstes Mal auch einfach wieder eine chillige Lava-Session hier so am Rhein. Also ich muss sagen, gefällt mir hier. Gut, ich bin raus. Haut da rein!